Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir basteln uns heute gemeinsam Weihnachtsschmuck aus Fimo. Zusätzlich benötigst du Acrylstifte, ein paar Streusel, eine kleine Schrauböse und eine Kordel. Ein Ofen wäre auch ganz praktisch. Wir starten nun also mit einem kleinen Stück Fimo-Effekt Edelsteinfarben Blau Achat und formen eine kleine Kugel mit einer spitz zulaufenden kleinen süßen niedlichen Eichhörnchen-Nase. Obwohl, ein Eichhörnchen hat eine süßere Nase, aber besser bekomme ich es nicht hin. Es war aber einen Versuch wert. Lege die Kugel nun hin und flache sie ab. Somit ist sie auf beiden Seiten flach, oben und unten. Schnapp dir nun ein kleineres Kügelchen, rolle es in deine Hand, mache es ein wenig lang und schneide es in der Mitte durch. Das werden unsere Ohren. Also nicht unsere, aber die Eichhörnchenohren. Rolle beide noch einmal zu einem Kügelchen. Lege die Ohren nebeneinander und schneide sie dann flach ab. Mit einem Dotting-Tool kannst du die Ohren direkt am Kopf platzieren. Am besten verreibst du zuvor noch ein bisschen Fimo-Liquid am Kopf, dann halten sie später auch ein wenig besser. Für den Eichhörnchenschwanz formen wir eine Schlange und rollen auf einer Seite ein wenig dünner aus. Der hintere Bereich sollte dicker sein. Und den dickeren Bereich rollen wir zu einer Schnecke. Jetzt noch abfüllend abschneiden. Für den Körper formen wir uns eine kleine Bohne aus Fimo Blau Achat. Dazu rollst du es zu einer Kugel und ein wenig lang. Oben und unten schneide ich mir jetzt ein kleines Dreieck raus. Wieso machen wir das? Wir wollen natürlich kleine süße Beinchen und die formen wir uns zu. Du kannst die Beinchen jetzt ohne Werkzeug formen, aber ich hole mir mittlerweile immer etwas zum Flachdrücken der Mitte, weil es mir schon passiert ist, dass dann die Mitte ein wenig durchreißt. Und das möchte ich natürlich verhindern und daher drücke ich die Mitte ein wenig fest. Wenn die Mitte dann flach gedrückt ist, ist es auch leichter, die Teile einzeln zu erfassen und zu greifen und am Ende zu Beinchen zu formen. Bevor du den Kopf mit dem Körper verbindest, solltest du beide Oberflächen ein wenig anrauen. Jeweils die am Körper, also die Stelle, wo der Kopf hinkommt, und die Kopfrückseite. Ich bringe auch noch ein wenig Fimo Liquid für den Kopf und für den Schwanz am Körper an. Und verwende zwei kleine Stückchen von einem Zahnstocher, damit ich beides gut verbinden kann. Hier sieht man es schon, ich schneide mir einfach mit einer Schere zwei kleine Stückchen vom Zahnstocher ab. Du benötigst nicht viel davon. Ich verbinde den Eichhörnchenschwanz direkt mit dem Zahnstocher, damit dies dann später besser im Körper festhält. Es macht übrigens Sinn, vorher ein Loch zu bohren, dann verformst du dir nicht den Körper. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Kopf. Der Kopf bekommt ebenfalls ein Zahnstocherstückchen hinein und wird dann in das Kopfloch hineingesteckt. Mir sind dann noch ein paar kleine Details aufgefallen.
Und zwar wirkt der Schwanz eben, ja, weil er nur aufgesetzt ist, auch ein wenig aufgesetzt. Das wollte ich nicht. Und beim Kopf hatte ich so das Gefühl, die Ohren müssten noch besser verstrichen werden, also habe ich das dann noch schnell gemacht. Und hier verstreiche ich den Körper gemeinsam mit dem Eichhörnchenschwanz. Dann konnte der Kopf auch schon wieder drauf. Ich habe den Schwanz wieder eingerollt, den Kopf ein wenig festgedrückt, gerade gerückt und später auf eine runde Oberfläche gesetzt. Das seht ihr gleich. Ich habe mir ein kleines, klitzekleines Stück Fimo-Sahara geschnappt und vorne noch an die Nasenspitze geklebt. Aus einem kleinen schwarzen Kügelchen formen wir zwei noch kleinere Kügelchen und das werden unsere Augen. Diese platzierst du einfach links und rechts am Kopf. Ich finde es jetzt schon so niedlich, mir gefällt es sehr gut. Tschüss. Kleiner Motz. Noch sind wir aber noch nicht fertig. Wir haben ja noch etwas vor. Und zwar basteln wir jetzt noch einen Weihnachtsbaum. Einfach eine kleine grüne Fimo-Kugel reinwerfen in diese Walze und schon kommt ein kleiner Weihnachtsbaum raus. Ziemlich cool, oder? Nach dem Backen müssen Bäumchen und Eichhörnchen gut ausgekühlt sein. Dann kannst du es munter und fröhlich bemalen mit Acrylstiften oder du verwendest einen kleinen Zettel, tupst ein wenig von dem Acrylstift drauf und verwendest ein Dotting-Tool zum Bemalen des Eichhörnchens. Die Farbe gut antrocknen lassen und mit einem Sekundenkleber kannst du dann im Anschluss das kleine süße gebogene Eichhörnchen am Baum befestigen. In die Baumspitze oder Baumkrone schrauben wir uns eine kleine Schraubüse rein. Diese am besten mit Sekundenkleber befestigen, ansonsten fällt sie gleich wieder raus. So, und jetzt ist Zeit für Glanzlack. Ich verwende hierfür Fimo-Glanzlack. Der ist einfach top und lässt es perfekt glänzen und bietet den perfekten Schutz. Durch die Öse habe ich dann noch eine schwarze Quaddel gefädelt, einen Knoten oben gemacht und die Spitzen ein wenig abgebrannt. Meine Kamera hat sich leider ausgeschaltet und ich habe es nicht mitbekommen, aber ich habe mit Modellbaukleber ein wenig Glitzer noch am Baum verteilt. Ich habe es hier für euch nachgestellt. Ich habe das Eichhörnchen extra nochmal runtergenommen von diesem Baum und auf einen anderen Baum geklebt, um euch diese Szene noch einmal zeigen zu können. Hm? So, und so sieht das fertige, leicht klebrige Eichhörnchen aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Nachbasteln. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Danke, ciao!